briefly summarize what has been said. Heidi introduced Südwind Tirol, which is a non-for-profit organization, which raises awareness for issues concerning North and South relations, the relation between North and South, human rights, fair trade, and climate protection. It has been a patron of this prize, of the Student Award, for many years, organizing an introductory film workshop for the students. This year for 18 students, some of them are here today, for 18 students from Tyrolean high schools. The students watched four films, and this was, I have to say, a very good year. Not only the quality of the films was exceptional, but also the quality of the discussion of the students. It was a close call, but we do have a winner, and it will be announced now. Die Schülerinnen-Jury vergibt den diesjährigen Südwind-Filmpreis an einen Film, der sich sensibel und respektvoll mit einer schwierigen Thematik auseinandersetzt. Zwei traumatische Ereignisse bilden die Basis für eine Begegnung, die für die handelnden Figuren sehr prägend wird. Der Film ermöglicht Empathie, ohne sich aufzuzwingen. Überzeugt haben uns die schauspielerische Leistung, die Figurenzeichnung, die Kameraführung sowie die Musik und die Bildkompositionen, die alle eine Atmosphäre schaffen, in der das Klassenzimmer als ein Ort der Möglichkeit erscheint. After due consideration and thorough discussion, we, the student jury of the International Film Festival Innsbruck, have decided to award this year's Südwind Prize to a film which tells a story about growing up, empathy and dealing with death. Its central characters show us how to respect each other across age and professional boundaries. In the face of tragedy, they transform a classroom into a place of possibility, hope and life. The film's many different stories and personalities come together through a subtle exchange of their experiences. Moreover, both camera and music create an atmosphere that enables a true dialogue between past, present and future. We are happy to present the Südwind Award 2012 to Philippe Falardeau and his outstanding film, Monsieur Bazar. Unfortunately, the director of the film couldn't be here today, but we will make sure to give the award document to him and give him the jury statement, and I'm sure he will be very, very happy. Ja, ich hätte noch da von der ja. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, ich lade Sie herzlich ein, den Gewinnerfilm des Dokumentarfilmwettbewerbs, der morgen am Sonntag, den 10.06. um 20 Uhr im Leo-Kino Saal 2 gezeigt wird, anzusehen und sich von der herausragenden Leistung aller Mitwirkenden zu überzeugen. Allen Wettbewerbsteilnehmerinnen und Teilnehmern gratuliere ich zu diesen gelungenen Werken und wünsche Ihnen weiterhin nur das Beste. Dem Organisationsteam und rundum Herrn Dr. Helmut Groschup gratuliere ich für die gelungenen Präsentationen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch gute Unterhaltung beim 21. Filmfestival Innsbrucks. We would really like to hear the statement of the jury, please. Überzeugt, weil er anhand von einer Handvoll Protagonisten in einem Viertel von Ouagadougou eigentlich auf sehr poetische Weise
die Geschichte des Kinos heute erzählt. Und das fanden wir eine sehr schöne, gelungene Kombination, sehr sensibel gemacht. Wir wollten aber auch noch, also es war jetzt sehr kurz, weil die Diskussion war dann doch länger, wir wollten aber auch noch eine lobende, wie sagt man, eine lobende Erwähnung aussprechen, und zwar für den Film Gleite Lolko von Lotte Schreiber, der Räume, architektonische Räume als auch gesellschaftliche Räume, vor allem in der Bildsprache sehr schön transportiert. I didn't know that I should say it in English, but we like to give a special mention to the film Gleite Lolko by Lotte Schreiber, because of the especially cinematographical approach to show the architecture of a part of Mexico City. And we decided to give the award and the documentary award this year to the film Lieux Saints, or Sacred Places, Jean Quintinot, because of his really sensible and poetic approach to a small village or small part of Ouagadougou, and thereby he has described very well the situation of cinema today and where's it going, where it stands today, and therefore we really like to give you the prize this year. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for the jury. Thank you for the festival for having brought me here for this film. And I'm very sensitive to the fact that this small story and all the questions that seems to be touching African cinema today seems to be touching many communities where people are struggling to have expression and to be able to express the vision of the people from their own environment. Thank you very much. And as Evelyn already said, we were part of the team that decided, or that counted the votes for the audience award. And as Evelyn already explained, these are the cards that everyone was given and was supposed to evaluate each film by giving a mark between 1 and 5. 1 was the best and 5 was the worst mark. We counted the votes and then calculated an average, and the winner of or the best film had an average of 1.4. The films that were nominated for the award were Archeo, Bairi la Patrie, Febre Dorato, Lao Vai, La Vida Util, and Isaha. The winner of this year's audience award is Pierre Yameyogo with his film Bairi la Patrie. Merci, le prix du public, c'est le meilleur prix, hein, en fait, du cinéma pour le public, et voilà, je suis très 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 comblé. Merci au public. Vielen Dank an das Publikum, das sehr gerührt, dass er den Preis bekommen hat, und sehr dankbar. Thank you.
And now we come to, very grateful for that, and it's 5,000 euros worth. We have a representative of the province of Tyrol here who is going to give the award to the winning film. But please, jury, go ahead and tell us. Or, ready. We are ready, absolutely. You no are? Speech. Yeah? No speech, no? Well. No, but maybe you would, not, you would like to know who will get the prize. Yes. Yeah. Okay. It was a long discussion, and we are very happy to inform you that the prize goes to the film of Arceo by Jan Cvikovic. I was correct. It was at Jan Cvičković. Cvičković. I will learn in the meantime. The director Jan Cvičković shows the world of three lonely individuals, a woman, a man, and a child, questioning the essence of the human existence, nature, the self. We are sharing, you know, everything in this jury. Ultimately, he depicts the slow process of beings approaching each other. Arceo explores with simple images and the absence of dialogues, universal feelings. Its courage to reduction gives it an extraordinary force. Und ich mache es jetzt noch auf Deutsch, damit auch die Leute verstehen, die kein Englisch verstehen. Wir haben den Film gewählt, weil der Regisseur die Welt dreier Individuen zeigt, einer Frau, eines Mannes und eines Kindes. Er hinterfragt dabei die Grundlagen des menschlichen Daseins, der Natur und stellt schließlich eine langsame Annäherung der Individuen dar. Arceo erforscht mit reduzierten Bildern und der Abwesenheit von Dialog universelle Gefühle. Der Mut zur Reduktion verleiht dem Film eine außerordentliche Ausdrucksstärke. Herzliche Gratulation. First, I would like to say thanks to the jury, because this is a very special film and it needs very special people in the jury. Otherwise, I'm really surprised. I was at the market when everybody started to call me, and I'm very grateful for this award to Helmut Worship as well, to all of you working in the Innsbruck Film Festival, and to all of you who came here to see the films. Thank you very much. I would like to ask Dr. Thomas Juhn, the representative of the province of Tyrol, to say some words to Jan Cvikovic. In Deutsch, bitte, also in Deutsch. Sehr geehrtes Publikum. Ich habe also die schöne Aufgabe, diesen Filmpreis des Landes zu überreichen für ein Festival, das sich als Anwalt hervorragender Filmkunst einen Namen gemacht hat und in unseren Augen, in den Augen des Landes, eines der wichtigsten Festivals Österreichs ist. Der Filmpreis soll in erster Linie, so wie jeder Preis, die Arbeitsbedingungen Filmschaffender verbessern. Der Filmpreis soll darüber hinaus aber nicht nur eine finanzielle Unterstützung sein, sondern auch Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit für diesen Film schaffen. Und das ist, so glaube ich, gerade bei diesen Filmen, die bei diesem Festival gezeigt werden, sehr wichtig. Sind es doch Filme, die oft abseits der Filmindustrie produziert und entsprechend vertrieben werden müssen. Herzliche Gratulation. Vielen Dank an die Jury für ihre hervorragende Auswahl, für ihre Arbeit
Und man kann es nicht oft genug bei diesem Festival sagen, natürlich herzlichen Dank dir, lieber Helmut Groschup. Ihr arbeitet hier offensichtlich bis zur totalen Erschöpfung und das ist also großartig. Und auch an Evelyn Stark, an alle, die hier vor und hinter der Bühne oder sagen wir den Kulissen arbeiten. Das registrieren wir beim Land sehr wohl und ich bin überzeugt, dass ihr hier mit relativ wenig Geld sehr, sehr viel leistet und dafür herzlichen Dank und noch einmal Gratulation. Thank you to all of you once again.